Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen Stream. Heute mal wieder eine Runde Yoga. So, machen gleich ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, mal nicht, ob das Mikrofon so dicht dran manchmal so gut ist. Nicht so ein- und aus an. So ein bisschen Klavier. Wir fangen heute auf dem Boden an. Das ist mal schöne Begleitmusik. Ganz entspannt erstmal anfangen am Boden. Erstmal das Knie in die Hand und machen die Hüfte frei. Ziehen das Knie auf die rechte Seite, dehnen das Becken. Das rechte Bein entspannt, locker auf den Boden lassen. Dann bewegen wir das ein bisschen, das Knie. Die ist am Schmerzen irgendwann. Einmal ausstrecken. Müssen wir auch gleich das Theraband nehmen und das Bein strecken. Entspannen. Und wieder anspannen. Dann nehmen wir nun die rechte Seite. Hier wieder das Knie in die Hand und strecken, dehnen der Hüfte. Wieder ein bisschen bewegen. Ausstrecken. Nehmen wir das Bein wieder in die Hand mit dem Theraband und strecken das. Entspannen. Wieder zurück. Wechseln wir die Position. Drücken das Bein durch. Und
jetzt richtig macht, Fußspitzen an die Decke. Bewegen wir das nach links und nach rechts. Und nimm auch genauso auf der anderen Seite das Bein. Sind die Beine nach oben vorher. Schwenken wir ein bisschen die Füße, dass die auch warm werden. Knacken heute gar nicht. Und auch ein bisschen. So, dann strecken wir einmal das rechte Bein nach oben. Das linke angewinkelt, anspannen, die Wade und den Bauch, um nicht abzuknicken. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Das Gleiche. Merkt, ich bin noch müde. Beide Füße in die Höhe. Nehmen wir das Theraband wieder. Ellenbogen auf dem Boden und dann strecken wir das Bein aus.
Mal den Wechsel der Seiten. Kurz entspannen. Noch einmal. Seite. So. Knie, Beine auseinander, Arme nach vorne, Kopf ablegen, den Rücken lang machen. Und dann schieben wir den rechten Arm unter den linken und dehnen somit die Schulterpartie. Je nachdem, wie ihr den Arm positioniert, könnt ihr die Stärke einstellen. Hierbei wird auch der Nerv beansprucht, der Schulter. Dann wechseln wir einmal auf die andere Seite. In dieser Position versuchen wir in den herabschauenden Mund zu gehen. Knie leicht angewinkelt. Und dann treten wir wieder hin und her. Schön in die Ferse rein. Hüfte dabei bewegen.
an wieder. Fertig, Dudi. So, dann stellen wir die Arme parallel zum Brustkorb, den Rücken. Nehmen wir einmal ein Hohlkreuz machen, Kinn nach oben, den Bauch lang ziehen. Gesäß nach außen drücken. Dann dreht ihr das Ganze um. Macht einen Buckel. Schultern nach oben drücken. Und wieder zurück. So, dann stellen wir wieder die Arme auf. In meinem Falle Fäuste. Dann drücken wir das. Wir stellen das Bein auf, dann drücken wir die Ferse nach unten, sodass die Wade angespannt wird. Nach oben. So, zu sehr Schmerzen in den Händen. Das ist mein Problem gerade. Dann ziehen wir das Knie zu stehen. Das viermal. Im Normalfall so die Handstellung sollte so sein, dass man die Finger spreizt und die Daumen zeigen zueinander und so stellt man sich dann auf. So, das gleiche nochmal auf der linken Seite. Bein durchtreten. Hier war aber sehr, sehr die Wade beansprucht. Wieder nach oben. Und dann ziehen wir wieder das Knie zur Stirn. Und wieder entspannen. Ist jetzt mal gut, ne, Tutti? So, dann machen wir mal. Moin, Nico. Oh, danke für deinen Bit. Moin, Leipheimer. Ich war gerade so. Moin, Tim.
Tümbrimis für dein Follow, danke dir. Moin Silver Trophy, Mensch, lange nicht mehr gesehen. Ich war gerade so ein bisschen. Meine Hände tun echt weh manchmal. So, weiter geht's. Ich bin heute nicht so motiviert, deswegen muss ich weitermachen. So. Einmal Arme und Beine ausstrecken. Vorher nichts essen. Entspannen. Tief durchatmen. Das Ganze noch einmal. Wieder entspannen. Dann stellen wir die Arme auf, drücken den Oberkörper nach oben, strecken wieder den Rücken. Zu hart wird, den Kopf lieber runternehmen. Ist eine Position für manche Leute im Rücken nicht so angenehm. Da muss man sich langsam hocharbeiten. Und wieder entspannen. Tutti. Was ist denn da los? Ich kann nicht 24/7 nicht knuddeln. Muss mal hier ein bisschen sitzen und warten, bis wir fertig sind. Genau. Wir müssen nicht von sterben. Nach dem Frühstück sollte man das auch nicht machen. Kann ich nicht so empfehlen. Ich glaube, da müsste ich mich, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie übergeben oder sowas, weil das zu anstrengend wäre. So, weiter geht's. Wir stellen das Knie auf wieder. Knie und Fuß entspannt auf dem Boden. Jetzt würdet ihr gleich einen Sprint loslegen. Und dann kreisen wir wieder den linken Arm viermal. Dabei knackt es immer so schön in der Schulter. Dann stellen wir uns neben das Bein mit der Schulter parallel zum Knie und beugen uns nach unten. So, wenn ihr schafft, ich weiß auch nicht, warum das bei manchen immer so leicht aussieht, bei mir ist es definitiv nicht leicht. Der Casus Knactus ist für diese Position eindeutig hier in der Hüfte. Bein aufstellen. Und da kommen wir nach oben in den Krieger 1.
Das ging aber schon mal besser als, ja, man muss versuchen, die unteren Muskeln auch anzuspannen. So, dann machen wir dies auf der anderen Seite genauso. Ich habe halt hier an der Hüfte über dem Bein, da sticht es gut. Das gleiche hier nochmal. Und wir kreisen den rechten Arm. Klappt es komischerweise gar nicht heute. Gleich nochmal. Schulter neben das Knie, Arme auf dem Boden. Zurück. Und wir versuchen es nochmal auf dieser Seite, wo ich mit der einen Seite immer mehr Probleme habe als mit der anderen Seite hochzukommen. Also wenn man den unteren Schenkel anspannt, tut es nicht so auf der anderen Seite weh. Next. Habe ich gerade mein Oberteil falsch rum an, etwa? Guten Morgen. Ich habe mein Oberteil falsch rum an. Warum sagt denn keiner was? Oh Mann. Ich ziehe das mal kurz um. Ah, das sehe ich jetzt erst. Sehr interessant. Das ist mir schon mal mit der Leggings passiert, dass ich die komplett falsch rum anhatte. Da sieht man mal, dass ich absolut noch nicht fit bin heute. So, Beine strecken. Leute. Das Bein schön strecken. Gerade machen und auch hier einfach schön strecken. Genauso, wenn der Hund nicht da ist. Abklicken. Gehen wir in den Schneidersitz. Nehmen die Arme nach oben. Beide Anflächen nach oben und drücken. Als würdet ihr die Decke berühren. Schultern auch mit nach oben ziehen und einmal entspannen. Das gleiche nochmal.
mir so leid. Oh Gott, das gibt's nicht. Und dann drehen wir uns einmal zur linken Seite. Zur rechten Seite. Nehmen die beiden Handflächen nach hinten. Pressen die Innenflächen aufeinander und ziehen sie nach oben. Ihr dürft mit dem Oberkörper nach vorne kommen. Entspannen. Und noch einmal. So. Über die gerade stehende Übung habe ich heute nicht so Lust. Ich würde sagen, wir meditieren jetzt noch eine Runde. Insofern, wie ich kann. Weil ich bin fix und fertig. Ich schwitze schon wieder hier. Mal schauen, ob wir heute wieder das Bärchen sehen. Den großen Bär. Das Bärchen. Versuche mich zu entspannen. Geh in mich. Versuch den inneren Punkt anzustupsen. Immer relativ schnell. Einen schönen weißen Strand, karibisches Flair. Die Sonne ist sehr heiß. Vor mir liegen zwei Liegestühle. Das Meeresrauschen hört man. Der sitzt in dem rechten Liegestuhl. Und schlürft knusprig ein Cocktail. Ich steige in den Cocktail hinein. Also mein Fuß zuerst. Er trinkt ein Pina Colada. Trete rein und versinke in diesem Cocktail. Und ich schwimme in einer weißen Masse. Ich schüttle meinen Kopf, weil ich kriege schlecht Luft. Mal weiter. Aber die Flüssigkeit wird langsam zu Sand. Der Boden unter mir wird hart.
Und ich schwimme nun auf dem Sand. Ich höre auf, diese Bewegung zu machen, weil kann sich auf dem Sand nicht fortbewegen. Es kommt Wind auf. Und mir steht ein Kamel auf einem Hügel. Der Sand peitscht durch die Wüste. Sehe wieder ein schwarzes Pferd, was entlang der Dünen galoppiert. Es ist sehr schnell. Es ist schwarz, ohne einen weißen Fleck. Ich möchte raufspringen auf das Pferd, aber es ist zu schnell. Ich nehme es an dem Schweif und springe auf das Pferd. Das Pferd wird weiß. Auf einmal nicht mehr schwarz. Ich sehe rotes Blut an den Füßen des Pferdes. Wenn Blut drin vorkommt, dann sollte man vielleicht nicht ganz so in die Richtung gehen. Wir müssen gleich nochmal neu anfangen, so geht das nicht. Obwohl ich eigentlich heute keine negativen Gedanken habe, aber aha, Nico. Nein, ich erkläre das nochmal. Also ich meditiere so in meiner Form von Art und Weise, wenn man das so nennen kann. Mein Körper runter, das gehört natürlich nicht zu den Übungen. Und dann sehe ich immer Dinge, die ich euch erzähle. Aber wenn sie negativ sind, dann höre ich natürlich auf. Das mache ich nicht immer, aber hin und wieder. Herzlichen Glückwunsch, Niki. Du bist 20 geworden. Ach so, okay. Silver Trophy Gamer, ja, da gibt es glaube ich einige. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen. Ich wollte mal mein Mikrofon dann näher dran bringen. Immer, ich fange an zu flüstern dann. Wenn ich meditiere. Herzlichen Glückwunsch, Niki. Alles Gute von mir zum Geburtstag. Hast du schön gefeiert? Ja, ich glaube, einige sind da ziemlich in dem Flair des Yogas. Ich mache ja so eine Art Mischung aus allem. Insofern, ich würde mich auch nicht als Profi bezeichnen. Ich gucke mir sehr viel ab von anderen. Ich würde jetzt gerne auch noch einen Yoga-Kurs belegen, aber dann wird das mir echt tatsächlich zu viel für den Tag. Auch mit den anderen Sachen, die ich noch so zu tun habe. Ah, okay. Sehr schön. Hast keinen Kater heute? Ja, ich sehe es ja an meinem Mikrofonpegel, aber ich fange mal an zu flüstern, wenn, ich anfange euch die Geschichte zu erzählen. Wollen wir jetzt noch ein bisschen weitermachen oder sollen wir jetzt schnacken hier?
Das ist wieder typisch Niggi, ne? Da lässt er wieder den Arsch raushängen. Das ist mir egal, ich esse nachher auch fertig. Ich habe gestern Nacht sogar noch schön Lammrücken gegessen. Heute ist es schon wieder sehr anders, das Wetter, ne? Ich möchte noch einmal in die Meditation gehen. Wir sind hier nicht zum Schnacken da. Das können wir Sonntag machen. Ich möchte noch einmal weitergehen, um zu gucken, ob ich nochmal negative Gedanken bekomme oder nicht. Also werde ich jetzt bitte meine Augen schließen. Oh, ich komme nicht an die Kamera. Setup ist nicht okay. So. Gleich nochmal. Aber andere Stellen bitte. Ich versuche nur am Anfang eine Vision einzuleiten und dann der Rest kommt von allein. Das Ding ist die Frage, wenn man weitergeht, was man dann sieht. Also ich sehe gerade eine flammende rote Box vor mir, die mit Blut überströmt ist. Ich weiß nicht, ob ich dann meditieren sollte. Nö. Nee. Weiß nicht, was heute los ist. Das ist ja absolut Horror. Nee, ich glaube, ich sollte das echt sein lassen heute. Danke, Riezen, für dein Follow. Ja, ich denke auch. Ist irgendwie aber ganz komisch. Also ich hatte noch nie so krasse Visionen. Ich habe zwar einmal einen Mann gesehen mit einem schwarzen Umhang und so, aber das war jetzt nicht bösartig. Was habe ich noch einmal gesehen? Ich habe schon mal, in dem Blut habe ich, glaube ich, aber noch nicht gesehen. Nicht so in der Form. Das ist aber ganz komisch heute. Erst habe ich den süßen Teddy gesehen, der immer so niedlich mich anschmunzelt mit seinem Cocktail. Und da kommt das Blut. Ja, ist ja schön, dass alle so zahlreich erschienen sind heute. Ich werde im Anschluss eine Wiederholung von gestern reinknallen. Weil ich werde jetzt aufhören. Wie immer, so um diese Zeit. Und morgen geht es natürlich wieder weiter mit. Was? Ja, aber Moment. Das Ding ist, also ich sehe vielleicht negative Sachen, aber ich möchte ja ganz gerne wissen, woher kommt das? So, also ich bin da eher neugierig. Mich schockiert ja nicht unbedingt einiges so. Ich weiß, wie du das aber meinst. Du meinst es auf die Art Psychoschiene. Ja, das kann ja sein, wenn man dann so in seiner Vision drin ist. Aber ich lasse mich da eigentlich nicht so. Sobald ich merke, dass es irgendwie extrem wird oder so, dann mache ich gleich die Augen auf und bin wieder da. Ich kann das ja eigentlich ganz schnell und gut. Ich sehe auch aus wie ein Hexenmeister hier heute. So, also morgen zum Kochen um 12. Wohl gehabt. Morgen gibt es natürlich kein Yoga. Vorm Kochen. Nein. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Obwohl bei uns ist ja recht regnerisch, also. Wetter lässt zu wünschen übrig. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und dann danke fürs Zuschauen und reingehauen. Bis nächstes Mal.